Vor euch an der Küste könnt ihr erkennen, der Hafen, wie er dort aufragt. Die Leute haben selbstverständlich die Segel aus dem Wind genommen, um auf euren Befehl zu reagieren. Und Kaprok deutet mit einem Grinsen im Gesicht auf die Küste. Mann, wir sind endlich da, Mann. Das ist Terelia Bad, Mann. 700 Einwohner laut dieser Karte. Ist der Hafen überhaupt groß genug für uns? Nein, oder? Wir müssen draußen in der Bucht ankern. Das würde sogar gehen, Mann. Ui, Signorina, wir können das tun. Wir können anlegen, wenn ihr wünscht. Sagt man so? Gut, dann klar zum Anlegen. Ui, Darefsunia. Ja, und so könnt ihr dann gemeinsam mit den gerufenen Befehlen von Silem, eurem Steuermann, und ja, ein wenig handgestikulieren von Kaprok in Tirelia Bad einsegeln. Ja, es ist eine geschäftige kleine Ortschaft. Es sind zwar noch ein paar kleinere Schiffe dabei, die allerdings auch nur maximal über ein Segel verfügen und dort dann gerade entladen werden. Gerade zu dieser Uhrzeit könnt ihr auch erkennen, dass der Hafen ansonsten verlassen ist. Die Fischer sind bereits in der frühen Morgenstunde draußen gewesen, haben ihre Fische auch bereits verbracht, wenn sie dann welche gefangen haben. Und so könnt ihr zwar viele Fischer und Ruderboote erkennen, aber wirklich viel ist ja nicht los. Und ja, tatsächlich könnt ihr hier auch noch einen kleinen Effertschrein am Rande erkennen, aber ein Priester, den vermisst ihr. Zu erkennen ist auf alle Fälle sonst noch der Perrine-Tempel, der hier noch ein bisschen aufragt. Und ansonsten ist es eine geschäftige kleine Stadt, ja, oder Ortschaft, wo es auf alle Fälle besser aussieht als Janka. Das hat ja die Zeit nicht so sehr gut überdauert. Wie es jetzt aktuell aussieht unter der ja, bürokratischen Führung von Rabenmund, ist natürlich eine andere Sache. Aber ja, Tirelia Bad, willkommen. Gut, dann lasse ich an die Mannschaft weitergeben, dass die Matrosen von Bord gehen dürfen. Sie sollen sich am nächsten Morgen wieder beim Schiff einfinden oder alternativ sollten sie die Schiffsglocke hören. Alles klar, das werden wir so machen. Bekommen wir noch Handgeld? Das ist üblich, nicht wahr? Ja, bekommt ihr. Danke. Wir werden einen auf euch trinken. Tut es. Sollen wir uns bei euch halten, falls ihr irgendwas sucht? Wenn man kennen wir uns ja aus. Nun, wir werden einen Rundgang machen. Vielleicht begleitet ihr uns bei diesem Rundgang und dann dürft ihr euch verabschieden. Wir hören und gehorchen. Gut, dann warte ich mal, dass sich die anderen Helden einfinden. Ich rechne nicht damit, viel zu finden, aber lasst uns eine Runde drehen. Wollt ihr schon unsere Verkleidung annehmen oder nicht? Glaube, zum jetzigen Zeitpunkt hat das keinen Sinn. Man hat uns mit diesem Schiff ankommen sehen und ich denke, wir verkleiden uns dann Das später. Schiff ist wahrhaftig nicht unauffällig. Ja, das ist richtig. Wir sollten auf der Reise vielleicht Sorge tragen, dass uns niemand beschattet. Gut. Hassan, haltet die Augen offen. Immer. Gut, dann gehen wir mal von Bord und schauen uns ein wenig um. Ja, direkt vor euch könnt ihr sowas wie ein ja, Gasthaus erblicken, von minderer Qualität wohl bestimmt auch für die Schiffersleute, die gehen dann vor euch teilweise auch schon vom Steg runter und versacken dann auch direkt im Gullmondhof, wo ihr dann noch allerlei Lärm hören könnt. Gerade wenn eure Leute reingehen, wird der Lärm umso lauter und sicherlich haben auch nicht alle 100 Platz von euch. Ja, ansonsten könnt ihr euch weiter umsehen. Natürlich auch noch der ein oder andere Händler. Viele sind aber auch schon wieder zugesperrt, die kleinen Marktstände. Und ja, ein alter Weg, so eine Gasse führt dann wohl nach oben in Richtung der anderen Stadt, wo ihr dann, wie gesagt, den Perrine-Tempel erkennen könnt. Gibt es dort oben erkennbar eine Art Herrenhaus vielleicht?
Ein Herrenhaus wirst du nicht erkennen, zumindest nicht erkennbar. Vielleicht am Paraine-Tempel, wenn da sowas wie ein Marktplatz ist, könnte es sein, dass du da ein anderes, größeres Gebäude erkennst, aber zwischen den einzelnen Gassen, zwischen den Häusern, die hier stehen und den Lagerhallen, kannst du das von hier aus zumindest nicht erkennen. Okay. Wir könnten versuchen, beim Paraine-Tempel ein Geburtenregister oder etwas in der Art einzusehen. Mit welcher Begründung? Historisches Interesse. Lass uns einfach mal die Straße runtergehen. Ich halte nach Dingen Ausschau, die alt sind, also architektonisch betrachtet. Denn es ist ja schon ein Weilchen her. Ich würde Sie probieren zu unterstützen bei der Hinsicht. Ja, Bockkunstprobe. Dafür haben wir das Talent. Keine Doppel 1, aber trotzdem gut gelungen. Ja, wenn ihr euch ein bisschen umseht, ihr könnt natürlich die hölzernen Gebäude relativ neueren Datums zuordnen, zumindest sind die keine 500 Jahre alt. Aber wenn ihr dann die Straßen nach oben gelangt, könnt ihr dort am Marktplatz tatsächlich auch etwas ältere Gebäude erkennen. Und zwar einen ehemaligen Ingrim-Tempel, zumindest könnt ihr die Fassade davon erkennen. Und auch wohl noch den ein oder anderen abgeschliffenen Schmiedehammer und einen Amboss, der wohl darauf ehemals zu erkennen war. Und ein weiteres, etwas größeres Haus, was vor allem von der Fläche wohl ehemals ein, der Barone hat man hier ja nicht, oder Grafen, vielleicht ein Visier oder was etwas Höheres wäre. Wer lebt dort, Rassan? Ich weiß es nicht. Vielleicht ehemals, naja, Elberum regiert die Grafschaft von hier. Vielleicht sollten wir einen fragen, der von hier ist, vielleicht. Naja, ich bin von hier, aber man weiß es nicht. Ist er noch bewohnt oder verlassen? Ja, schon bewohnt, aber wohl nicht mehr mit den Herrschern. Nun, es könnte durchaus aus der Zeit stammen, oder, Abelmir? Das sieht zumindest so aus. Die Architekturperiode stimmt. Vielleicht sollten wir uns erst einmal diesen Tempel anschauen, ob er noch geweiht ist oder nicht. Ja, schauen wir uns mal die Ruinen von dem Ingrim-Tempel an. Ja, wenn ihr da eintretet, da hat wohl auch wieder jemand was drauf gebaut und das wird alles so ein bisschen belebt, aber der ehemalige Tempelursprung ist auf alle Fälle zu erkennen. Wenn ihr selbst reingeht, könnt ihr hier eine Waffenschmiede erkennen, aber nicht Ingrim geweiht. Also das sind verschiedene Handwerke, die sich hier in den verschiedenen Nischen niedergelassen haben, ehemals dann die Abgänge von Sakristei und so etwas dergleichen mehr, sodass dann eben hier auch ein Dröhnen und Lärmen von Waffenschmieden zu erkennen ist. Aber einen Geweihten könnt ihr hier, wie gesagt, nicht erkennen. Solche Tempel haben doch immer ein Kellergeschoss, oder? Meint ihr, wir finden den Eingang dazu? Wir könnten uns einmal umsehen. Es ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass hier immer noch Ingrim gefälligen Tätigkeiten nachgegangen wird. Ich bin nicht sicher, ob ich das gutheißen kann, aber naja, es ist so, wie es ist. Wo ich mal an den Ständen oder was immer, die Werkstätten vorbeischlendern, da gibt es wahrscheinlich auch Auslagen. Also mal oberflächlich die Auslagen betrachten, so interessiert, aber trotzdem umschauen, derweil nach einem Zugang zu den tieferen Gewölben, in Anführungszeichen, des Tempels. Ja, also die Handelswaren, die du erkennen kannst, auf den ersten Blick ist das hochwertige Ware, also vor allem Schwerter und Säbel, die hier produziert werden. Viele Maraskaner, die du erkennen kannst, die dann ihre maraskanischen, vor allem den Stahl, kannst du wieder erkennen, denn du hattest neulich erst gemeinsam mit Diamantis ganz viel davon verkauft, beziehungsweise Diamantis hat das für dich verkauft. Also maraskanischer Stahl und maraskanische Waffen. Und ja, euer sicherer Blick, vor allem auch für Ingrim-Gebäude, führt euch dann in Richtung des Kellergewölbes. Kurz bevor ihr den betreten könnt, könnt ihr hinter euch einen Ruf hören. Hey, ihr da! Ja? Was treibt ihr dort?
Drin mich bauen. Du kannst sehen, wie dort eine Frau mit streng nach oben gebundenen Haaren steht und so etwas wie ein Rock trägt mit den Wappen wohl von Terelia Bat drauf. Und hat eine Peitsche an ihrer Seite. Ich bin die Marktaufseherin hier. Und ihr? Wer seid ihr? Was tut ihr dort? Wollt ihr nun Waffen kaufen oder nicht? Wir schauen uns etwas um. Nun, die Waffen findet ihr hier in den Auslagen. Dafür müsst ihr nicht in den Kellerraum gehen. Da habt ihr wohl recht. Nun, also ich frage noch einmal, was wollt ihr? Nun, wir schauen uns etwas die Waren hier an. Ja. Ich habe gesehen, dass ihr das nicht tut. So, habt ihr das gesehen? Ich schleiche uns also hinterher. Nun, das ist mein gutes Recht als Aufseherin hier. Dass sie jedem, der den Bazar betritt, hier hinterher schleicht? Wenn ihr patzig werdet, werde ich euch 2-3 Peitschenschläge verpassen. Nun gut. Menschenkenntnis. Hat sie was zu verbergen? Sollen wir deswegen nicht in den Keller? Ja, in die Box. Also auch ohne eine Menschenkenntnisprobe, du kennst dieses dominante Auftreten auf alle Fälle von vor allem Oroniern. In Aranien sind natürlich die Frauen auch sehr dominant, aber das ist typisch Oron. Und du bist auch der Meinung, dass sie nicht möchte, dass sie einfach hier herumläuft. Also sie möchte schon ein Auge auf euch haben. Ja. Also es ist nicht konkret der Keller, sondern ihr kommt das insgesamt so vor, als würden wir hier schnüffeln. Es ist auch der Keller. Du meinst, es ist auch der Keller. Okay. Hat der Tempel eigentlich noch eine Tempeltür oder ist er offen zum... Ist offen. Also, wie gesagt, es ist, war mal nach oben gezogen mit ehemals hohen Fenstern. Die sind aber abgebrannt oder eingestürzt. Das Fundament steht, wie gesagt, noch eben mit diesen Ruhen. Also, es ist als ehemaliger Ingrim-Tempel zu erkennen. Und die Handwerker, die Waffenschmiede haben hier wohl wieder was nach oben gezogen, aber aus Holz und nicht von der gleichen Qualität und dem Ingrim-Tempel auch nicht gerecht. Also, es schützt vor den Elementen. Ich würde noch mal kurz einen Blick mit Sulamin wechseln und die Fragen anschauen. Sulamin schüttelt leicht den Kopf und meint zu der Frau: Verzeiht, mein Gefährte ist historisch interessiert. Man kennt das ja, Magier. Aber wenn ihr nicht möchtet, dass wir uns hier aufhalten, dann werden wir uns selbstverständlich den Rest des Marktes ansehen. Ich bin euch sehr verbunden. Nehmt euren Mann das nächste Mal unter eure Knute. Romin lässt das unkommentiert und geht erstmal wieder aus dem Ingrim-Tempel raus. Ja, hinter dir kannst du Hassan hören. Gut, wir sollten hier nicht auffallen. Und ich würde ihr einfach folgen, wortlos. Wenn wir weit genug weg sind, meine ich halblaut zu ihm, könnte es sich lohnen, noch einmal wiederzukommen. Ja. Sie hat Angst, dass wir hier herumschnüffeln. Ich denke, es ist nicht nur der Keller, aber es ist auch der Keller. Aber jetzt hat sie uns im Blick. Ich denke, es hat keinen Sinn. Ja, scheint wohl so. Nun ja, lasst uns doch einmal die anderen Tempelgebäude anschauen und lasst uns ein wenig herumspazieren, wie sie es ausdrückte. Ja, ich denke auch, in einem Tempel zu beten, da kann sie schwerlich etwas dagegen haben. Dann gehen wir wohl doch noch zu dem Perine-Tempel rauf. Ja, von hier aus, wie gesagt, kein großer Weg. Und dort könnt ihr tatsächlich auch viele Frauen entdecken. Die sehen aber wesentlich mitteilungsfreudiger aus, allesamt in ihr Grün gewandet und mit den richtigen Symbolen darauf. Könnt dann dort eintreten, während dort gerade wohl eine Vorlesung über Orangenbäume gehalten werden. Wie man wohl die Ernte
noch erträglicher machen könnte als sowieso schon. Na, das klingt doch ganz menschenfreundlich. Ich würde mir mal jemanden schnappen, der jetzt nicht unmittelbar in diese Vorlesung eingebunden ist. Ja, eine Novize, eine Akolutin tritt dann an dich heran, ist so um die 17 Jahre, würdest du sagen, steht kurz vor der Abschlussprüfung. Pereine mit euch, hallo. Pereine mit euch. Er sagt, ich hätte eine Frage. Wir interessieren uns für die Geschichte dieser Ortschaft. Führt ihr hier im Pereine-Tempel auch ein Geburtenregister? Also wir haben ein neues angelegt, ja, aber das ist noch nicht so ausgiebig. Das liegt einfach daran, dass der Pereine-Tempel neu ist. Der wurde erst im Jahr 1029 gegründet, also vor 2 Jahren. Und seitdem führen wir so etwas, ja. Sind ja sonst kaum andere Tempel hier. Wir haben zwar noch den Effertschrein und die von Ruhr und Kor sind auch noch hier. Aber ansonsten ist ja hier wenig. Das ganze Geld fließt eigentlich alles nach Elberum. Wir sind froh, dass wir ein bisschen Geld bekommen haben. Aber die bekommen ja auch einen neuen Raya-Tempel, habe ich gehört. Ja, wir haben die Baustelle gesehen. Ja, das dauert schon seit einiger Zeit, aber das ist ja auch Großes geplant. Bin mal gespannt, wann der steht. Aber wie gesagt, ein Geburtenregister, also wir haben das angelegt, kommt drauf an. Wen wollt ihr denn finden? Nun, das ist sehr löblich, aber wenn es erst 2 Jahre alt ist, nun ja. Zweijährige Kinder haben in der Regel noch nicht allzu viel historisch Relevantes vollbracht. Meistens nicht, nein. Was ist mit dem alten Register passiert? Das weiß ich nicht. Das kann sein, dass es in der uronischen Herrschaft zerstört wurde, falls es sowas mal gegeben hat. Also, Terelia Bat hatte zwar eine, auf der anderen Seite, da könnt ihr es noch erkennen, das Rathaus, sagt man, glaube ich, bei euch, da hat mal ein Sultan gesessen, aber Elberum ist einfach die größere und wichtigere Stadt durch den Hafen. Und als dann das Ganze gestiegen ist, also als Elberum einfach größer und größer wurde, ist dann der Sultan umgezogen. Und das Sultanat hat halt noch den Namen, aber also Terelia Bat ist einfach schon ziemlich, also Terelia ist ganz groß. Ich verstehe. Aber früher gab es hier gar keinen Pereine-Tempel, oder? Er wurde nicht zerstört wie der Ingarum-Tempel. Nee, genau. Also der Pereine-Tempel ist neu. Das ist eine Anweisung gewesen, ich glaube von Akosha oder so aus Zorgern. Den habe ich noch nie getroffen, aber ich bin ihm natürlich sehr dankbar. Ja, er ist ein guter Mann. Der Effertschrein ist auch neu. Und was ist mit dem Ingarum-Tempel passiert? Das passierte auch unter uronischer Herrschaft. Oder schon davor? Das weiß ich nicht. Ich war zum Glück nicht hier. Also ich bin eigentlich keine richtige Uronierin. Ich komme ja aus Aranien, müsst ihr wissen. Da hat man hier immer ein bisschen schweren Stand. Aber, zumindest bin ich eine Frau. Das ist schon mal viel wert. Und ich bin sicher, ihr leistet wertvolle Arbeit hier. Ja, natürlich. Wir wollen die Ernte wieder nach oben bringen. Vor allem hier in der Region. Man muss aufpassen, dass man nicht auf Skorpione tritt, wenn man die Orangen erntet. Und Schlangen haben wir ja auch. Und seit kurzem, wir haben ja hier eine ganze Menge Ruhr- und Korbpriester und Gläubige. Die Waffen habt ihr vielleicht schon drüben gesehen. Ich weiß ja nicht genau, wie lange ihr hier wart. Aber die ganzen Maraskaner, die haben auf ihren Schiffen sogar Marasken angebracht, müsst ihr wissen. Die sind voll groß. Ja, die sind ganz was anderes als die Aranischen, nicht wahr? Die machen uns ja die ganzen Skorpione kaputt. Das ist am Ende auch nicht gut. Also man sollte halt niemals die Flora und Fauna vermischen. Und wenn was auf Maraskan war, dann sollte man das eben normalerweise nicht rüberholen. Naja, Bastrabun hatte seine Gründe, nicht wahr? Den kenne ich nicht. Ist das ein Maraskaner? Nein. Ein Tulamide. Ach so. Und er hat vor sehr langer Zeit alles, was ihm nun ja schädlich für die Tulamidenlande erschien, nach Maraskan verbannt. Naja, deswegen ist auch alles so giftig. Ich komme ja aber aus Aranien. Nun, dann müsst ihr das wohl nicht wissen. Aber danke, dass ihr uns weitergeholfen habt. Ja, gerne. Wollt ihr noch was wissen? Ihr könnt euch gerne... also Orangenbäume sind bald fertig. Und dann soll es wohl um Reisanbau gehen, wenn ihr mögt. Hochinteressant. Nein.
Nein, ja, wirklich. Ihr müsst wissen, man muss viel Wasser über den Reis stehen haben, sonst wächst er nicht ordentlich. Und das Wasser muss eine gewisse Qualität haben. Faszinierend. Sonst schimmelt der Reis. Und das wäre dann natürlich verheerend. Genau. Deswegen solltet ihr euch die Vorlesung anhören. Sagt einmal, wer herrscht denn über diesen Ort hier, wenn nicht die Baronin Bayruna anwesend ist? Also wir hatten mal eine Visiere, aber die wurde noch nicht ersetzt. Deswegen, also Elbochum ist relativ nah bei uns. Und Iphemia hat ein paar Wachen geschickt. Die kümmern sich jetzt so ein bisschen darum, aber ich glaube nicht, dass sie... Also die hat jetzt nicht offiziell den Titel Visiere oder Bürgermeisterin oder sowas, sondern sie ist halt die Obfrau. Und die wohnt dort in diesem Haus. Ich zeig mal auf dieses Haus, was wir noch nicht betreten haben oder gesehen haben. Ich weiß nicht, wo die wohnt. Das sind halt, ich würde halt eher sagen, das sind Wachen, keine Politiker. Ja, und dann ist diese Marktaufseherin wohl schon eine der höchsten Personen hier, ja? Ja, von denen gibt es noch ein paar mehr. Ah. Aber die kommen hier nicht rein. Warum nicht? Die interessieren sich wohl nicht für den Anbau von Ackerfläche. Das überlassen sie uns. So. Nun, dann habt ihr ja Glück, dass ihr hier von ihnen verschont bleibt. Ja, ich glaube, sie suchen was. Was denn? Das weiß ich nicht. Aber, ich habe jetzt aus... zum Beispiel Ratmos oder aus Mijat oder sowas, da hört man halt nicht so, dass viele Wachen da sind. Hm. Also die sind halt vor allem in Tirilliabad. Wo kommt ihr denn her? Nun, es könnte mit diesem berühmten Magier zu tun haben, der hier geboren sein soll. Davon habe ich auch gehört. Das war ein Schwarzmagier, der hat diese Schule in Elbrum gegründet, oder? Mhm. Das habe ich auch gehört. Gleich als ich hier ankam, haben sie davon gesprochen. Redet man auch heute noch von ihm? Nein, das ist halt... das wäre vielleicht jemand, der in so einem Geburtenregister gestanden hätte. Das ist einfach ein berühmter Sohn aus Tirilliabad. Alric Donatian. Ja, genau, so war der Name. Aber er hat nicht viel Gutes getan für die Welt, oder? Naja, ich meine, wir produzieren heutzutage immer noch Waffen, die tun ja auch nichts Gutes für die Welt, oder? So kann man es auch sehen. Aber, ich war jetzt noch nicht selbst in der Schule der Schmerzen, aber das, was ich davon gehört habe, soll ja schon richtig widerlich gewesen sein. Also ich gehe mal davon aus, dass er nicht gut war, nein. Aber sonst wisst ihr ja nichts über ihn, oder? Nee, wie gesagt, dass er von hier kommt und dass er nach Elberum gegangen ist. Gibt es denn noch ein Geburtshaus von ihm hier im Ort? Das weiß ich nicht. Also keins, das mir bekannt ist. Gibt es denn sonst irgendwelche Ruinen, die nicht offensichtlich sind in irgendwelchen Wäldchen? Also die Wälder sind natürlich tief, vor allem wenn ihr dann, ich habe ja schon gesagt, dass ich Iranierin bin, ne? Und je tiefer ihr dann in den Jerim Yalet geht, also in diese Berg, dieser große Berg, der Aranien von Oron hat, und den Wald, da sind natürlich viele Hexen. Nun, ich dachte die mir... Die haben alle eine eigene Hütte. Ich dachte mir an diese Umgebung hier. Gehen Bauern zu bestimmten Plätzen nicht hin, weil sie sie für verflucht halten? Das habe ich jetzt nicht gehört. Also es gibt, wie gesagt, viele Hexen, aber die sorgen eigentlich dafür, dass das hier alles wächst. Die meisten zumindest von ihnen. Man sollte sich aber nicht mit ihnen anlegen, sonst töten die einen. Aber die sorgen sich darum, dass es dem Land gut geht. So. Und Hütten haben die eine ganze Menge. Ich dachte mal, eure Götten ist ja viel für verantwortlich, dass es dem Land gut geht. Naja, aber ich will ja den Hexen, die ich ihre Macht habe, sprechen. Gerade in Aranien nicht. Hexen sind ja was Gutes. Nun, darüber kann man geteilter Meinung sein. Ich würde es so sehen.
Natürlich ist es Perrainer, die die Pflanzen sprießen lässt. Aber auch der Bauer trägt ja seinen Teil dazu bei. Und so denke ich, ist das auch mit den Hexen. Ja, das greift alles ineinander. Also ohne Bauern würde das Land ja auch nicht angebaut werden, dann hätten wir nichts zu essen. Nun gut. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ja, den wünsche ich euch auch. Wollt ihr noch eine Zitrone oder eine Orange mitnehmen? Das ist sehr lieb. Danke. Bitteschön. Reine mit euch. Und mit euch. Nachdem wir sie verlassen haben, das war nicht sehr hilfreich irgendwie. So. Ja, weiter weiß von gar nichts. Nun, sie ist jung und sie ist nicht von hier. Ich würde sagen, hier gibt es nichts zu finden, aber nachdem wie die Marktaufseherin reagiert hat. Vielleicht sollten wir abends in diesen Tempel einsteigen und gucken, was unter dem Tempel ist noch. Ja, das ist zumindest ein Ansatzpunkt und ich könnte es mir eher vorstellen als in dieses Gebäude. Der ehemalige Tempel ist immerhin recht offen. Taref Sunya, wenn ihr mich fragt, werdet ihr in jedem Dorf irgendein Geheimnis finden. Aber ob es es wert ist, die Zeit damit zu verschwenden, ist eine andere Sache. Nun, habt ihr vermutlich nicht unrecht. Ganz Oron ist... Nun ja. Jeder Ort hat seine dunklen Geheimnisse. Gerade wenn ihr aus Versag kommt, dann solltet ihr wissen, wie die Oberfläche aussieht und was darunter brodeln kann. Und dass dieses ganze Gebiet innerhalb von einem Winterschlag den falschen Göttern abgeschworen hat und sich wieder Zorgern angeschlossen hat, glaube ich nicht. Na, dann sollten wir wohl am besten zügig zum Kern des Problems vorstoßen. Der Schlange den Kopf abschlagen. Ja, lasst uns, nun ja, noch am Effertschrein vorbeigehen und auf das Schiff zurückkehren. Ich wollte euch nicht falsch verstehen, Taref Sunya. Aber wollten wir nicht von hier aus ohne das Schiff weiter reisen? Ja, aber wir werden trotzdem zuvor noch einmal auf das Schiff zurückkehren. Ich höre und gehorche. Ja, und das machen wir dann auch. Also wenn wir nichts Spannendes mehr sehen bei unserem Rundgang, dann treffen wir uns erstmal wieder auf dem Schiff. Dann, dann versammeln wir uns wieder in der Kapitänskajüte. Und Zulamin meint... Sie würden sicher irgendetwas finden, aber ich glaube nicht, dass es das Entscheidende ist. Also schlage ich vor, ihr macht euch bereit und wenn es dunkel wird, schleichen wir uns von Bord und brechen auf. Ja, wie ihr möchtet. Dann in Verkleidung und Havulgard soll so gut es geht kaschieren, dass wir fort sind, damit die Einwohner hier den Eindruck haben, dass wir einfach am nächsten Tage weitergesegelt sind. Ich denke, das sollte sich halbwegs machen lassen. Und warum sollen wir das nicht? Wir sollten Feuerreittiere kaufen. Ja, Reittiere. Hatten wir darüber nicht gesprochen, dass wir durch Reittiere kaum schneller werden würden? Meine Anmerkung war, dass wir durch eine bepackte Kamelkarawane nicht schneller werden würden. Dann kaufen wir Pferde.